Smalltalk heißt diese Gesprächsreihe, bei der wir, etwas ungewöhnlich für einen YouTube-Kanal über Rundenstrategiespiele, uns mit Themen etwas abseits von Computerspielen beschäftigen. Andererseits, wer sich für Strategie in digitalen Spielen interessiert, der mag vielleicht auch einmal über strategische Fragen in der realen Welt nachdenken. Heute geht es um den Untergang des Internet, der unvermeidlich ist. Klingt etwas melodramatisch, oder? Mein Gesprächsgast meint das aber ganz ernsthaft und er hat sich mit verdammt guten Argumenten munitioniert. Mir gegenüber sitzt der Münsteraner Publizist Thomas Grüter. Hallo. Ja, hallo. Sie sind geboren in Münster, leben da auch, haben Medizin studiert, 5 Jahre als Arzt gearbeitet, haben dann begonnen, als Freiberuflicher, als Publizist zu arbeiten oder als Forscher an Universitäten zu arbeiten. Und Ihr Forschungsgebiet ist die Neurokognition, also salopp gesagt, Sie forschen, wie das Gehirn den Menschen intelligent handeln lässt oder halt auch nicht. Und in Ihren Veröffentlichungen verknüpfen Sie Kulturgeschichte, Politik und Psychologie. 4 Bücher haben Sie mittlerweile geschrieben, die meisten habe ich gelesen sogar. Ihr neuestes heißt Offline, das unvermeidliche Ende des Internets und der Untergang der Informationsgesellschaft. Das klingt aber wirklich sehr melodramatisch. Ist das ein bisschen reißerisch formuliert, um die Leute anzuziehen? Der Verlag stand auf dem Standpunkt, dass man, um heutzutage noch Gehör zu finden, ja, schon etwas drastisch formulieren muss. Das Ende des Internet ist nicht unbedingt unvermeidlich. Es ist eben nur so, dass wir uns darüber im Klaren sein müssen, dass das Internet nicht auf ewig besteht und schon gar nicht von selber, sondern dass wir einiges dafür tun müssen, dass es erhalten und ausgebaut werden kann. Und das ist eine Sache, die meisten Leute vergessen. Das Internet ist einfach etwas, was heutzutage da ist. Man schaltet seinen Rechner ein, man schaltet sein Handy ein und man hat selbstverständlich Verbindung in die ganze Welt. Und das, was dahinter steht, das sieht kaum einer. Ich war selber zuletzt 2 Wochen offline nach Problemen mit meinem Provider bzw. einer unglaublich bizarren Fehlerkette bei Seiten dieser Firma und habe da am eigenen Leib gespürt, wie das ist, wenn man plötzlich offline ist und wenn das, was man als selbstverständlich voraussetzt, plötzlich nicht mehr funktioniert. Wenn man mit seinen Kunden als Freiberufler nicht mehr Dateien austauschen kann, wenn man im Internet nicht mehr recherchieren kann, wenn Mails nicht mehr funktionieren, wenn man wie in meinem Fall mit einem Freund in Österreich nicht mehr skypen kann, dann bricht alles zusammen. Und was man dann auch merkt, sind diese materiellen Grundlagen des Internets. Da steht eine gewaltige Infrastruktur dahinter. Und diese Infrastruktur muss nicht nur eingerichtet werden, da müssen Geräte produziert werden, sondern die muss auch gewartet werden. Vielleicht können Sie ganz kurz skizzieren, welches Risikopotenzial da herrscht. Wenn Sie alles zusammennehmen, dann ist diese Infrastruktur einmal ein Wert von diversen 100 Milliarden. Und weltweit erreichen sie sicherlich Tausende von Milliarden, also Billionen von Euro. Und das Geld muss natürlich auch ständig aufgebracht werden. Denn diese Dinge müssen ja nicht nur einmal gebaut werden, sondern sie müssen dann ständig erhalten werden, erneuert werden, ausgebaut werden. Und das kostet richtig Geld. Das merken wir im Moment ja bei der anderen Infrastruktur, die wir haben, beispielsweise bei den Straßen und Brücken, bei den öffentlichen Gebäuden. Da besteht, wie das immer dann so schön heißt, ein Investitionsstau. Das heißt, im Moment ist es so, dass gerade die Städte und Gemeinden nicht genügend Geld aufbringen können, um ihre Straßen und Gebäude zu erhalten. Die Straßen verfallen, die Brücken verfallen, wird überall beklagt. Die öffentlichen Gebäude verfallen. Die Schulen sind zum Teil in einem Zustand, dass eigentlich gar nicht unterrichtet werden dürfte. Und das ist eine Sache, die uns natürlich auch mit dem Internet drohen kann. Im Moment ist alles noch neu, aber irgendwann ist es eben nicht mehr neu. Dann gerät es in einen Zustand, wo wirklich akut die Gefahr besteht, dass es zerfällt. Und dann ist die Frage, sollen wir dann erst handeln? Dann müssten wir sehr viel Mittel auf einmal aufbringen. Und auf der anderen Seite verlieren wir gleichzeitig sehr viel Geld, weil eben das Internet, auf das wir uns alle verlassen, nicht mehr richtig funktioniert. Und dann könnte es tatsächlich passieren, jetzt auch ohne eine große Weltkatastrophe, dass wir Schwierigkeiten bekommen, das Internet überhaupt aufrechtzuerhalten. Und ob wir dann nochmal genügend Geld aufbringen können, von vorne anzufangen, ob die Ressourcen noch da sind, das ist dann eine ungeklärte Frage. Ein ganz großes Problem ist ja die wechselseitige Abhängigkeit, die es mittlerweile gibt zwischen der Stromversorgung und der Versorgung mit dem Internet. Also etwas zugespitzt formuliert, ohne den Strom funktioniert das Internet nicht und ohne das Internet zunehmend auch der Strom nicht mehr, ist die Energieversorgung infrage gestellt. Ist das nicht verdammt leichtsinnig, dass wir uns in diese wechselseitige Abhängigkeit begeben haben?
Ja, das ist eine sogenannte zyklische Abhängigkeit, also eine Abhängigkeit, die ringförmig besteht. Und das ist eigentlich überall jetzt im Ingenieurwesen bekannt als ausgesprochen gefährlich. Denn wenn das eine dann gestört ist, ist das andere gestört und dann haben Sie plötzlich beides in einem Zustand, dass Sie es nicht wieder hochkriegen. Das heißt, das, was da im Moment aufgebaut wird, die gesamte Steuerung durch das Internet oder, wie das auch so schön heißt, die Rettung jetzt der Energiewende, durch eben eine großflächige Vernetzung über Internet, ist ausgesprochen unsicher. Und da sollte man dringend, bevor man das jetzt weiter vorantreibt, Maßnahmen ergreifen, um das System zu sichern. Dass man also sagt, wir sorgen auf jeden Fall dafür, dass ein Internet mit Notstromversorgung ständig zur Verfügung steht, um wenigstens die großen Kraftwerke zu verbinden. Denn was man sich auch gar nicht klar macht, ist, dass die meisten Kraftwerke nicht, wie das so schön heißt, schwarzstartfähig sind. Das heißt, ein normales Kohlekraftwerk oder Gaskraftwerk können Sie überhaupt nicht starten, wenn nicht schon Strom da ist. Es gab ja zuletzt auch einen Bericht oder eine Studie des Büros für Technikfolgenabschätzung beim Bundestag vor ein paar Jahren. Die haben ganz deutlich gemacht, dass das ein ungeheures Risikopotenzial ist. Die Tatsache, dass wir keine vernünftige Notversorgung haben für den Fall, dass die Stromversorgung zusammenbricht. Seitdem hat sich wenig getan in der Politik. Hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass das einfach eine unglaublich kostspielige Angelegenheit wäre, diese Notversorgung aufzubauen und zu bevorraten und dass die Politik dann eher in kurzen Wahlintervallen denkt, immer nur schaut, was kann ich in den nächsten Jahren dringend machen, was muss ich machen, damit ich wiedergewählt werde, dass einfach der Blick dafür fehlt, in die Zukunft und sich dafür verantwortlich zu fühlen, für das, was in ein paar Jahren erst der Fall sein wird. Ja, es ist einfach das Problem, Geld für Dinge auszugeben, bei denen man nicht unmittelbar dann ein Ergebnis sieht. Es ist ja nun so, dass die Politik gerne Geschenke verteilt und Geschenke heißt natürlich, man zahlt Geld und man sieht dann auch sehr viel. Denn je mehr man sieht, desto besser sind die Chancen für die Politiker, dafür auch gewählt zu werden. Wenn man jetzt aber Geld für Vorsorge ausgibt oder Geld ausgibt, um Dinge zu sichern, mehrfach abzusichern am besten, dann sieht man das Ergebnis nicht. Denn diese Dinge, die verschwinden vielleicht in Lagerhäusern oder die stehen eben, sagen wir, als zusätzliche Schaltkästen herum, bis sie mal gebraucht werden. Man braucht zusätzliches Personal, um das zu warten. Dadurch würde beispielsweise der Strom teurer. Und das ist im Moment ja ohnehin gerade ein sehr sensibles Thema, weil schon durch die Energiewende der Strom deutlich teurer wird, sodass sich da keiner so recht dran wagt. Der eine große Risikofaktor für die materiellen Grundlagen des Internets, für die Infrastruktur, die es da gibt, das ist der Zustand der Stromversorgung und die Option, wenn die Stromversorgung ausfällt, dann fällt auch das Internet aus. Aber es gibt ja auch noch andere Punkte. Es gibt ja diese unglaublich komplexe Infrastruktur des Internets, Bauteile, Server, Satelliten, Endgeräte, Vermittlungsstellen, Mobilfunkstationen, die müssen laufend gewartet werden und es müssen laufend defekte Bestandteile ausgetauscht werden. Und die Lebenszeit dieser Komponenten, die ist ja teilweise drastisch kurz, das machen sich die meisten gar nicht bewusst. Ja, die Lebenszeit der Komponenten beträgt vielleicht 4 Jahre und man ist ständig am Aktualisieren. Aber irgendwann wird das eben nicht mehr der Fall sein. In der Boomphase rechnen ja alle damit, dass sie später Geld verdienen, alleine durch die Expansion. Wenn aber keine Expansion mehr möglich ist, müssen sie Geld verdienen mit dem, was sie jetzt machen. Und dann wird es für den Verbraucher teurer. Das ist aber schwierig durchzusetzen. Also muss man damit rechnen, dass die Infrastruktur tatsächlich immer nur knapp so gehalten wird, dass sie gerade funktioniert. Und es darf nichts dazwischen kommen. Die Frage ist jetzt, können wir uns wirklich für 50 Jahre darauf verlassen, dass nie etwas dazwischen kommt? Da meine ich, da sollte man doch vorsichtig sein. Jedes System, das dauernd laufen muss, kann man nur aufrechterhalten, wenn man es, wie das im technischen Jargon heißt, redundant vorsieht. Also Komponenten doppelt, dreifach anlegt und dafür sorgt, dass die Ersatzkomponenten sehr schnell dann auch übernehmen können. Das haben wir im Moment alles nicht. Die Krux dabei ist ja auch, wenn nur ein Glied dieser langen Komponentenkette bei der Infrastruktur reißt, dann funktioniert das gesamte System nicht mehr. Das könnte beispielsweise dadurch geschehen, dass die seltenen Rohstoffe, insbesondere die seltenen Erden, also seltene Metalle, auf die die Computerindustrie setzt, auf die angewiesen ist, dass die überhaupt nicht mehr zur Verfügung stehen könnten oder nur noch in so kleinen Mengen, dass das zu teuer wird, bestimmte Bauteile in genügender Stückzahl noch herzustellen. Und das ist ja ein Szenario, das nicht ganz unrealistisch ist, denn schon heute ist ja vielfach die Rede davon, dass man auf bestimmte dieser seltenen Erden viel zu sehr angewiesen ist. Und da gibt es ja eine Fülle von denkbaren Szenarien, die
die man sich ausstellen kann, die man sich vorstellen kann, was da passieren könnte, damit eine dieser Komponenten halt wegbricht, angefangen von davon, dass der Welthandel ja nur an einem Teilgebiet gestört sein müsste, damit in einem bestimmten Land, in dem eine bestimmte Komponente konzentriert hergestellt wird, die nicht mehr abtransportiert werden kann. Oder Unruhen in einem Teil der Welt. In Südkorea beispielsweise stehen sehr viele Fabriken, in denen zentral Bauteile für die gesamte Welt, für die Infrastruktur hergestellt werden. Vielleicht können Sie das mal beschreiben, wie sehr wir im Augenblick darauf setzen, dass an konzentrierten Standorten alles gut läuft und dass wir uns abhängig gemacht haben von bestimmten Rohstoffen und glauben und hoffen, dass die immer zur Verfügung stehen. Ja, wir hatten jetzt im letzten Jahr eine große Überschwemmung in Thailand und da stellte sich dann heraus, dass plötzlich auf dem Markt kaum Festplatten zu kriegen waren. Was war passiert? Etwa ein Viertel der Festplattenproduktion weltweit stammt aus einem Industrievorort der thailändischen Stadt Bangkok. Und der war überschwemmt. Und daraufhin stiegen die Preise für Festplatten weltweit gewaltig in die Höhe, weil plötzlich ein Engpass bestand. Niemand wusste vorher so genau, dass tatsächlich dieser eine kleine Ort so wichtig ist für die Weltversorgung mit Festplatten. Andererseits ist es so, je größer die Fabriken, desto billiger wird produziert. Und deswegen hat man also im Gegensatz zu dem, was eigentlich nötig wäre, nämlich eine lokale Versorgung, hat man eine Versorgung aus ganz wenigen großen zentralen Fabriken. Wenn man beispielsweise überlegt jetzt, dass der Handel mit China aus irgendeinem Grunde mal ernsthaft gestört wäre, dann hätten wir hier sofort einen Engpass an elektronischen Komponenten. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern dann gäbe es viele Dinge, die gar nicht mehr verfügbar sind und die auch in keinem anderen Land innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre gefertigt werden könnten. Nehmen wir mal jetzt ein Szenario, das zwar ziemlich fürchterlich, aber durchaus nicht ausgeschlossen ist, dass in China ein Bürgerkrieg ausbricht. China hat eine sehr starre Gesellschaft, absolut korrupt, darf man gar nicht vergessen, weil immer die gleiche Partei seit über 60 Jahren herrscht. Das führt zu einer gewaltigen Korruption. Und wenn diese Herrschaft nicht anders beseitigt werden kann, wird irgendwann mit hoher Wahrscheinlichkeit ein bewaffneter Konflikt im Land ausbrechen. Dann könnte es tatsächlich passieren, dass in China auch die Produktion lahm liegt. Und dann hätte die ganze Welt ein riesiges Problem plötzlich mit der Versorgung mit elektronischen Bauteilen. Die wären einfach nicht mehr da. Wäre ein realistischer Ausweg, dass wir hier in Deutschland unsere eigenen Smartphones, unsere eigenen Computer herstellen mit einer Produktionskette, die komplett im Inland ist? Wir sollten zumindest Pläne dafür machen. Wir sollten also überlegen, was ist dafür nötig, was würden wir brauchen, um das einigermaßen schnell aufnehmen zu können. Im Moment wäre das absolut ausgeschlossen, weil es schlicht nicht bezahlbar wäre. Aber wir sollten es für den Notfall zumindest überlegen und die Pläne sollten in der Schublade liegen. Der Untertitel Ihres Buches, da sprechen Sie vom Untergang nicht nur des Internets, sondern auch der Informationsgesellschaft. Unsere Wissensgesellschaft ist mittlerweile massiv vom Internet abhängig. Sie äußern da auch die Befürchtung, wenn es mit der Infrastruktur des Internets angeschlagen wäre, wenn es zu einem Ausfall käme, dann wäre auch plötzlich unser Wissen futsch und auch unser technologisches Wissen. Und wir würden im ganz, ganz schlimmen Falle zurückgeworfen werden in frühere Zeiten der Entwicklung unserer Zivilisation. Ja, wir haben wirklich das Problem, dass gerade jetzt viele Universitäten, aber auch Verwaltungen sich darauf verlassen, dass sie ihre sämtlichen Unterlagen, aber auch ihre Veröffentlichungen, ihr technisches Wissen, ihr wissenschaftliches Wissen in der Cloud halten können. Also sie haben selber keine Server mehr, sie haben selber keine Computer mehr, die das machen könnten, sondern sie schieben das Ganze einfach über Internet zu einem Anbieter und dieser Anbieter garantiert ihnen einfach, dass die Daten immer verfügbar sind. Was er mit diesen Daten macht, wo er diese Daten hält und wie er diese Daten sichert, ist seine Sache. Und da besteht natürlich eine große Gefahr, denn es ist nicht so, dass die Daten jetzt irgendwo im virtuellen Raum absolut sicher abgelegt sind, sondern die Daten sind tatsächlich irgendwo. Sie sind beispielsweise in einer riesigen Halle in Finnland oder in Schweden. Diese Bereiche sind normalerweise gegen Sabotage beispielsweise vollkommen ungesichert. Wenn also jemand wirklich, sagen wir ernsthaft, Ärger machen will, dann könnte der versuchen, die 9 großen Datenzentren von Google zu zerstören. Google hat weltweit 9 große Datenzentren, in denen der Hauptteil ihrer Daten liegt. Das macht sich eigentlich keiner klar. Aber beispielsweise ein terroristischer oder militärischer Angriff auf diese Datenzentren, ne, würde praktisch in allen entwickelten Ländern der Welt einen beträchtlichen Teil der Wirtschaft lahmlegen.
Es sind aber tatsächlich nur 9 Zentren. Jetzt, die sollen ausgeweitet werden auf 13. Aber letztlich ist es so, dass unsere Daten, die wir in die Cloud schicken, in einen, sagen wir mal, sehr überschaubaren Bereich von Datenzentren landen, die durchaus gefährdet sind. Und wenn das passiert, dass also ein größerer Anteil dieser Datenzentren irgendwie gestört, vernichtet wird oder aber auch, sagen wir mal, nicht mehr profitabel arbeiten kann, es ist ja alles privat organisiert, dann würden die Daten verschwinden. Und dann hätten wir wirklich ein Problem. Auf welchem Stand wären wir denn dann? Also in früheren Generationen war das ja so, oder in früheren Jahrhunderten war das so, da wurde das Wissen auf Steintafeln gemeißelt oder auf Papyrus gekritzelt oder auf Pergament. Bücher wurden dann gedruckt. Das ist ja nicht die ferne Vergangenheit, so war es noch vor 20 Jahren. Mittlerweile ist fast alles Wissen digital gespeichert und teilweise nur noch digital gespeichert. Also ist es denkbar, dass wirklich große Mengen unserer Daten und damit unseres Wissens für immer und ewig futsch sind? Genau aus dem Grund, ja. Digitale Daten müssen ständig umkopiert werden. Und wenn das irgendwann mal nicht passiert, dann verschwinden die Daten auch. Das, was sie früher alle 100 Jahre abschreiben mussten, um ein Buch zu erhalten, das machen sie heute alle 2 Jahre. Ein beliebtes Motiv in vielen Science-Fiction-Filmen. Menschliche Entdecker kommen auf einen fremden Planeten, treffen auf die Überreste außerirdischer Hochkulturen und müssen nur auf einen einzigen Knopf drücken oder, wenn es hochkommt, auf 2 und schon wird diese hochkomplexe Maschinenwelt wiederbelebt. Stellen wir uns das doch mal umgekehrt vor, es käme tatsächlich zu diesem Zusammenbruch des Internets und es sei nicht wiederherstellbar. Wenn dann 10 Jahre später Aliens auf unserem Planeten landen, wird das dann so funktionieren, auf einen Knopf gedrückt und bei uns ist unsere technische Hochkultur wiederhergestellt? Also das ist leider nicht der Fall. Das wäre natürlich schön. Selbst moderne Festplatten halten nicht so lange. Die arbeiten zwar unter einer Schutzgasatmosphäre, aber letztlich ist es so, dass auch die Magnetdomänen, die da benutzt werden, irgendwann ihre Magnetisierung verändern. Dann ist es so, dass die Elektromotoren, die die Platten bewegen, altern. Alles, was bewegt ist, altert. Dann eine Festplatte, die ewig nicht bewegt wurde, die kommt eventuell gar nicht mehr in Gang. Des Weiteren die Kondensatoren, die einen flüssigen Elektrolyten im Inneren haben, trocknen aus. Das tun sie ständig und sie müssen eigentlich auch ständig ersetzt werden. Das sind beispielsweise die Bauteile, die auch am schnellsten ihren Geist aufgeben würden. Und wenn also nach 10 Jahren einer jetzt Strom durch eine Anlage schickt, die 10 Jahre keinen Strom gehabt hat, dann muss er damit rechnen, dass eigentlich gar nichts mehr zusammenspielt. Wenn man 10 Jahre nichts tut und wenn man sagt nach 10 Jahren so, jetzt wollen wir aber wieder anfangen, dann ist es schon zu spät. Also rechnen wir mit dem Schlimmsten. Das Internet wird unterbrochen für einen Zeitraum von ein paar Wochen, ein paar Monaten, springt da nicht mehr an. In welche Epoche unserer Menschheitsgeschichte würden wir denn dadurch zurückkatapultiert werden, wenn wir das Internet verlieren würden? Also bloß vielleicht 20 Jahre zurück in die Zeit, bevor das Internet zu einer Massenanwendung kam oder viel, viel früher? Ja, wir würden natürlich nie zurückkatapultiert in dem Sinne, aber wir würden auf jeden Fall in eine vollkommen neue Epoche übergehen. Und mit dieser neuen Epoche müssen wir uns auf eine Technik verlassen, die eben ohne Internet funktioniert. Das heißt, wir hätten beispielsweise keine filigrane Temperaturregelung mehr in unseren Häusern. Wenn in jedem Raum Sensoren sind, kann man also genau einstellen, welche Temperatur man haben will. Nur als Beispiel. Wir werden Autos haben, die sich gegenseitig verständigen und die selber fahren können, ohne unser Zutun. Das ist dann alles weg. Nun haben wir dann möglicherweise niemanden mehr, der noch Auto fahren kann. Das müssen die Leute wieder lernen. Die Motoren müssen wieder so eingerichtet werden. Wir hätten also schlagartig einen deutlich höheren Verbrauch wieder an Energie. Und diese Energie müsste erst erzeugt werden. Die wäre vermutlich nicht da. Wir wären also in einem Zeitalter des Mangels, weil wir ja die Verteilung von Waren und auch den Verbrauch von Waren über das Internet sehr fein gesteuert haben. Wir hätten also schlagartig ein Zeitalter des Mangels und möglicherweise, wenn wir Pech haben, auch des Hungers. Also, was nun genau passiert, kann niemand vorhersehen, aber es ist vermutlich nicht das, was wir unbedingt haben möchten.
Thomas Grüter, Offline heißt Ihr Buch. Offline, das unvermeidliche Ende des Internets und der Untergang der Informationsgesellschaft. Kostet knapp 20 Euro, bei Springer erschienen, 256 Seiten lang. In den Textkommentaren, in der Textbeschreibung zu diesem Video, weise ich auf das Buch hin, verlinke drauf und verlinke auch auf Ihrer Homepage. Sie bloggen auch, ist, finde ich, immer ein Besuch wert, solange das Internet noch funktioniert. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Herr Grüter. Wunderbar, ich danke auch.